Ein Chefarzt oder eine Chefärztin hat eine Kontrollfunktion in einem österreichischen Sozialversicherungsträger. Das bedeutet, die Hauptaufgabe der Chefärzte ist Kostenkontrolle. Dies bedeutet, Chefärzte haben keine medizinische Funktion zu erfüllen, sondern sind administrativ tätig. Daher kann auch ein Chefarzt nicht der medizinische Vormund eines Arztes sein und muss in jedem Fall medizinische Entscheidungen ihres Behandlers respektieren. In Österreich gibt es einen sehr großen Katalog an Leistungen, die im Vorfeld von einem Chefarzt oder einer Chefärztin zu bewilligen sind. Dies ist zum Beispiel in der Krankenordnung festgelegt. Es handelt sich um Leistungen und Diagnosen, wie zum Beispiel bestimmte Produkte, die im Erstattungskodex im gelben Bereich angeführt sind oder die gar nicht im Erstattungskodex gelistet sind, bedürfen einer Chefarztbewilligung. Bestimmte Diagnosen, wie zum Beispiel CTs, MRs bedürfen einer Bewilligung und bei bestimmten Operationen, wie zum Beispiel im kosmetischen Bereich, ist auch eine Chefarztbewilligung erforderlich. Die Basis für eine chefärztliche Bewilligung ist die ärztliche Überweisung oder Verordnung, mit der man den Antrag auf entsprechende Bewilligung stellen kann. Die Bewilligung durch einen Chefarzt oder Ärztin ist durch die Verordnung des Arztes getriggert. Das bedeutet, diese muss zum Beispiel im Arzneimittelbereich direkt vom Arzt über ein elektronisches System an die Chefärzte geschickt werden, die dann eine Antwort zurücksenden. Dieses elektronische System ist aber nur im Arzneimittelbereich existent. Handelt es sich um eine normale Diagnose, einen Krankentransport zum Beispiel, dann ist der Patient selbst für die Einholung der Bewilligung zuständig. Das heißt, er geht mit der Verordnung oder Überweisung direkt zur Gebietskrankenkasse oder übermittelt die per Brief, Fax oder E-Mail und er sucht damit um Bewilligung. Die Basis ist die Verordnung oder die Verschreibung eines Arztes. Mit diesem Schreiben kann ich mich an den Chefarzt oder die Chefärztin wenden. Das funktioniert entweder per Post, per Mail, per Fax oder ich kann auch persönlich bei der Gebietskrankenkasse vorsprechen. Im Bereich Arzneimittel gibt es ein elektronisches Bewilligungssystem, für das der Arzt zuständig ist, der sich an die Chefärzte wendet und die dann innerhalb einer Stunde entscheiden müssen. Für alle anderen Formen von Therapien wird eine Entscheidung in der Regel binnen 24 Stunden getroffen. Wenn Sie eine Bewilligung haben, diese ist meist als Stempel direkt auf der Verordnung zu finden oder als schriftliche Bestätigung, dann können Sie mit dieser Bestätigung die Leistung bei Ihrem Arzt in Anspruch nehmen. Wichtig bei der Bewilligung ist und in der Argumentation mit Chefärzten, dass Sie individuell behandelt werden. Das heißt, eine Ablehnung, das zahlen wir generell nicht, ist nicht möglich, denn es muss in Ihrem individuellen Fall entschieden werden und Ihnen erklärt werden, warum in Ihrem Fall eine andere Leistung billiger und gleichwertig wäre. Zu sagen, wir zahlen gar keine Therapie, ist nach unserem Rechtssystem nicht vorgesehen. Wenn die benötigte Therapie abgelehnt wird, würde ich empfehlen, dass Sie sich mit Ihrem Arzt besprechen, ob eine Alternative möglich ist oder oft gibt es auch Missverständnisse mit dem Chefarzt oder der Chefärztin. So macht es manchmal Sinn, nachzuhaken. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich auch gegen eine ablehnende Entscheidung der Chefärzte zu wehren, wie zum Beispiel einen Bescheid einzuholen und zu klagen. Nach der österreichischen Patientencharta haben Sie das Recht auf eine zweite Meinung. Das bedeutet, dass Ärzte in Bezug auf die Einholung einer zweiten Meinung kooperieren müssen, und zwar in der Form, dass sie Ihnen als erster behandelnder Arzt die Krankengeschichte zur Verfügung stellen, Kopien aushändigen, CTs, MRs zur Verfügung stellen. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass die zweite Meinung erleichtert wird, weil der
der nachfolgende Arzt auf Untersuchungsergebnisse bereits aufbauen kann. Bezogen auf die Krankenversicherung sollten Sie bitte darauf achten, dass Sie vor der Einholung einer Zweitmeinung innerhalb eines Quartals die Zustimmung der Sozialversicherung einholen, denn dies könnte sonst verweigert werden. Es sind in Österreich im Sinne des Leistungskataloges bestimmte Arztkonsultationen und die Möglichkeit von Inanspruchnahme von Fachärzten vorgesehen. Man kann zum Beispiel zwei unterschiedliche Fachärzte pro Quartal in Anspruch nehmen. Haben Sie durch eine Zweitmeinung oder würden Sie durch eine Zweitmeinung diese Nummer übersteigen, würde die Sozialversicherung die Kosten nicht übernehmen. Sie kann es, nachdem es der Chefarzt bewilligt hat. Darum würde ich Sie ersuchen, hier achtsam zu sein und vor Einholung einer Zweitmeinung die Sozialversicherung zu befragen.